Das soll eine Attraktion sein, scheint es da, das Gitter. In die Gasse hinterher dort, aber eigentlich ist es nur so an der Fasnacht gedacht, oder? Wenn du zu viel getrunken hast, dass du nicht in der Beiz musst, musst du das WC zahlen, kannst du einfach dort so. Ja. Also es ist nicht so wie eine Löhe. Stadtbach fließt gerade durch. Aha, ja, ja. Also wie eine Löhe gehabt. Es wird einfach gerade wieder abgeführt. So entsorgt man also zu laufen. Ja. Gut. Toi toi auf Laufensis. Ja. Auch hier haben wir wieder ein Jubiläum, ein 10-jähriges Jubiläum. Es sind das Millennium-Waggis. Die feiern sich selber. Die feiern sich selber, ja. Aber auch die wunderschön umgesetzt. Ein aufwendiges Kostüm, eine schöne Larve. Ein grosser Wagen. Olli, bist du zufrieden? Ja, das ist doch schön. Wenn man sieht, die Aufgestellten sind tanzen. Sie haben noch geschrieben dazu. Wir sind jetzt schon 10 Jahre an der Fasnacht dabei. Und der Göllen mit seiner Karriere kein bisschen hinten drin. Also scheinbar sind das alles ganz grosse Göllen-Fans. Und gerade nochmal ein, der Göllen ist wie mir 10 Jahre im Showbusiness dabei und dürfte dafür jetzt in Musikstar-Jury sein. Wo der Piero das hat erfahren, hat er am liebsten mit der Mutter ihrem Karren einfach geschwingt der Göllen überfahren. Wir dürfen über den Piero vielleicht nicht allzu grosse Sprüche machen, weil ihr wisst, meine Herren, wir sitzen im Schaufenster und der Piero hat doch eine gewisse Vorliebe für gewisse Schaufenster oder Glas. Aber der Herr Wey hat das Städtchen grossräumig abgesperrt, hat uns kann da nicht passieren. Gut, sind wir sicher. Und wenn der Piero kommt, kennt man ihn ja. Ist gut, also. Also wir hier zu laufen kennen ihn ganz sicher. Ja. Obwohl er immer einen tiefen Hut da hat und schwarze Sonnenbrille. Mm. Hey, voll krass, durch die Straße durchläuft und Fans sucht und keine mehr findet, oder?